Mahlzeit, ihr Hauding, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den L13 MK2 1939 Premium Ratterpumpeng-Panzer. Das ist ein Premium-Panzer, gibt es als Paket. Das ist der erste Premium-Panzer oder einer der ersten vier, die ursprünglich dazugefügt wurden zu dem britischen Tech Tree Technologiebaum. So, habe ich gekauft für, was hat der gekostet? 10 Euro, um die 10 Euro. Dafür gab es noch 15 Tage Premium dazu. Dafür gab es noch 15 Tage Filme dazu, ist das richtig? Ja doch, das passt irgendwie grammatikalisch. Ich wollte mich eben selber verbessern. Gucken wir mal, was ich jetzt hier damit riskiere. Ich meine, er sieht natürlich ähnlich aus. Also im Moment fällt noch nicht, also optisch fallen nicht allzu viele Veränderungen auf, meiner Meinung nach. Ist natürlich doch ein etwas anderes Modell, es gibt ja viele verschiedene Modelllinien. Aber ich fand ihn bisher ganz cool. Ich glaube, der andere A13 war, glaube ich, Doppelgeschütz. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gefahren, weil man hier nur ein Rohr hat. Und das ist halt eben hier ein Panzer und kein SPA. SPA? SPA? Warum kommt niemand zu C? Ich verstehe das nicht. Ich fahre ehrlich gesagt gerne zu C, weil das, ich glaube, das ist so Angewohnheit, aber ich glaube, wenn man häufig da ist, dann weiß man ungefähr, wo, wie, wer, wann kommt und man kann das ungefähr etwas besser abschätzen. Jetzt ist hier natürlich ein bisschen Abfuck, weil ich der Einzige bin hier. Ich habe schon Artillerie frei. Wir knacken hier. Wo ist er? Voll daneben. Aimbot-mäßiges Aiming. Ich glaube, der fährt jetzt auch die andere Seite lang. Ich glaube, der versucht jetzt auf der anderen Seite wieder zu erscheinen. Also rechts. Doch nicht. Stille. Puh. Was ist das? Ja, geht doch. Achso, ja, wir sind ja im Rang 1 Bereich unterwegs. Können natürlich auch Rang 2 Panzer mit Ball sein, aber wie gesagt, mein Setup ist Rang 1. Ich glaube, der hat hier Scheiße, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Battle Rating von 1 oder 1,3, also höher als 1,3 ist auf jeden Fall nicht. Hallo. Der Crit. Das war natürlich nur der Kommandant. Ich meine, das Fahrzeug ist noch fahrtüchtig. Schädebung. Ich glaube, der ist zu schnell, um da noch reinzufahren. Wow. Okay. Okay. So, manchmal kann ich nachvollziehen, dass die Leute diese Bomber verachten. Wenn man einfach von irgendeinem wirklich Vollnoob. Oh! Ja, voll Loop, so wie mir. Einfach so weggeknallt wird. Und noch einer weg. Ich meine, dann kann ich das, ich kann das schon verstehen. Ich habe da Leute gesehen, die haben Kills einfach nur durch Bomber gemacht. Das ist doch irgendwie scheiße. Das ist nicht Sinn der Sache, oder? Oder Sinn des Spiels. Jedenfalls nicht, wenn man Ground Forces hier spielt. Guck mal, irgendwie cappen kann. Noch sehe ich hier niemanden, aber kann sofort jemand erscheinen. Hier gegenüber liegen auch welche. Aber okay, wir können schon mal cappen. Ja, ist klar. Gut, ein bisschen die Gleiskette kaputt gemacht, also wild. Da habe ich angesehen. Bei Artillerieschlag natürlich immer schön unter die Brücke. Da ist er. Ich gehe davon aus, dass die Artillerie hinter mir ist. So, schon mal 3 Kills fertig bekommen hier. Das ist doch schon mal schön. Aber ich weiß nicht, dass es viele gibt, die also eigentlich nur gerne die ganzen niedrigen Ränge spielen.
Also am liebsten 1 oder so bis Battle Rating 3.0 oder irgendwie so. Das kann ich kann es verstehen, das macht wirklich Spaß. Später wird es halt kniffliger, da wird dann halt die Spreu vom Weizen getrennt sozusagen. Wer es bis dorthin schafft, der muss halt auch dementsprechend zusehen, dass er irgendwie Leistung zeigt. Ich überlege gerade, wo fahre ich jetzt hoch? Jetzt zu deren Spawnpunkt. Aber Jesus. Du kleiner Swanslutscher. Tschüss. Also offensichtlich ein One-Shotter. Da ist noch einer. Oh! Kamado ging! Gut, 4 Abschüsse, ein Panzer ist verloren und eine Zone erobert, das ist schon nicht schlecht. Und 1513 Punkte. So. Jetzt bin ich A13. Gut, eigentlich unsinnig, da direkt auf C die Artillerie zu schmeißen, weil die meisten so unter der Brücke sind. Das ist ein bisschen wie so ein Jeep, das Ding irgendwie. Aber ich werde alles zuhageln, damit er nicht rauskommt. Denn wenn er gezwungen ist, da unter der Brücke zu bleiben, dann weiß ich immerhin, wo er sich befindet. Ich verstehe auch nicht. Irgendwie kommt keiner zu C. Warum kommt keiner zu C? Oh, Bomber. Okay, ich habe einen Treffer gemacht, aber... Das ist natürlich jetzt nicht so besonders, denn bei so viel Artillerie... Wahrscheinlich war es auch eher eine Druckwelle. Oder irgendwie so Schrapnelle oder so. SB2C. Okay, ich habe 4 Bomben. Mal gucken, wo ich hier... Ah, ich... Bisschen Hilfe wäre ja nicht schlecht. Erstmal auf den. Und auf den. Und der Typ ist immer noch da unten. Ich hoffe, ich krieg vielleicht 2 jetzt. Schon ganz cool eigentlich. Oder wenigstens einen. Eine. Okay, bleibt wohl bei einer Bodeneinheit. Andere wird sich einfach wegbewegt haben. Immerhin konnte er es noch. Oh hier, leichter Panzer. Oi, 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 oi. Ich versuche mal am Leben zu bleiben. Wird aber ein bisschen schwierig jetzt. Ich habe schon mal gehabt, da wurde ich die letzte Sekunde abgeballert. Echt in der letzten Sekunde. Okay, ich habe überstanden. Die sind mich verfolgt haben, ey. So, da vorne ist auch gleich noch einer. Letztens ist mein Panzer einfach in die Luft geflogen, weil ich zu lange, außerhalb des Spielfeldes war, wo ich mir auch dachte, echt jetzt? Seit wann wird denn der Panzer zerstört? Gut, das kann man natürlich nicht wissen, das kann natürlich jetzt schon seit irgendeinem Patch gewesen sein, aber, komm. Oh, shit. Aber normalerweise fahre ich nie, oder bin nie so lange außerhalb der Spielzone, dass da die Zeit runtergezählt wird, aber als die Zeit runter war, puh, Panzer kaputt. Oh, so zu stehen ist natürlich ziemliche Scheiße. Aber gut, wir haben schnell repariert. Hier abhaut, hier abhaut. Hier kommt gleich noch einer. Hier müsste gleich einer kommen. Ja. Fuck! Er schon wieder. Gamado King! Swanslutscher. Wirklich eine Viertelsekunde zu spät abgedrückt. Aber ich habe auch schon gehabt, dass ich drücke, aber es nicht mehr abgefeuert wird. Das ist natürlich auch scheiße. So, hier haben wir noch einen anderen A13. Aber ich geh trotzdem mit dem wieder rein hier. Das ist noch ein anderes Premium-Ding. 1.7 habe ich gerade gesehen, ist das Battle Rating von dem Premium. Gut, man kann es trotzdem schaffen. Ich glaube, in dem niedrigstufigen Bereich macht das noch nicht allzu viel aus. Also allzu viel. Es macht natürlich schon was aus, aber nicht allzu viel. Jetzt will ich mir diesen Typen greifen, ey. Diese Sau. Dieser gute gegnerische Spieler, auf jeden Fall, ja. Muss man natürlich auch mal jetzt ein bisschen zurück zum Schlachtfeld. Gucken, dass ich jetzt schnell durchkomme. Oh, jetzt ist das schon wieder mit dieser scheiß Zeit. Ich hoffe nicht, dass der Panzer jetzt explodiert hier. Oh, es wird knapp. Es wird knapp.
Komm, Mann. Boah, gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig, echt. Ich glaube, das ist als Bestrafung gedacht für die, die vielleicht ganz, ganz nach außen fahren und da sich gar nichts mehr trauen oder einfach nicht abgeschossen werden wollen. Aber dann denke ich mir, ey, dann geht man in die Spiel rein und geht einfach raus. Das ist viel einfacher. So, ich habe mich jetzt fast verraten hier durch meinen Palmenumwurf. Ist hier irgendwas? Also nur weil mir nichts angezeigt wird, heißt ja nicht, dass hier keiner ist. Schwierig. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Kollegen ist, warum der nicht vorfährt. Fahr mal vor, Mann. Vielleicht mal auf die Brücke fahren. Ich weiß nicht, ob da unten einer ist. Aber ich denke mal, wenn da einer wäre, wäre er mir angezeigt worden. Ich guck mal, ob jetzt gekappt wird, dann siehst du ja. Yep, okay, hier ist keiner. Gehe ich kurz in die Luft oder nicht? Oh, noch schneller. Noch schneller. So, ich hoffe mal, dass ich trotzdem weiterkeppe, wenn ich hier stehen bleibe und nicht abgeschossen werde. Natürlich nicht das Allercleverste jetzt, aber trotz allem. Stuge! Zone erobert, ja. So ist das schön. Ein Cruiser irgendwie da. Und diese Sirenen. Trumps of Jericho oder Jericho Trompete. Ich muss sie kriegen jetzt. Au! So sieht's aus, wir haben gewonnen. Kriegen wir trotzdem noch? Na, ja, eigentlich eine ganz coole Runde. Ich habe jetzt nicht Unmengen Kills gemacht, aber lief jetzt auch nicht tierisch lang. Vor allem habe ich ja immer hinten an einer derselben Stelle gegangen, mit 99% Aktivität, das muss man auch hinkriegen. Was ist Tarnwüstenabstrich? Ey, coole Sache. Sollte ich vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Aber zwei Fahrzeuge verloren ist natürlich nicht. Ey, was hat der? Ein Fahrzeug verloren, 10 Kills, auch nicht schlecht. Was haben die anderen? Ja, höchste mit 5 Kills. 10 Kills. Also wenn jemand so um die auf die 10 Kills kommt, finde ich das schon beeindruckend. Ganz ehrlich, das ist nicht immer so einfach. Ich habe da schon alles Mögliche gesehen, ja, wo du auch denkst, ey, du hast so viel gegeben und kommst auf 4, 5 Kills nur, ne? Mr. Percy hat ja gar nichts. Ja. Wie auch immer. Schade, dass hier nicht mehr steht, was das kostet. Aber ich glaube, das kostet 700. Ach nee, du musst das Bundle kaufen, genau. 10 Euro ungefähr. 10 Euro, aber das andere Ding kostet um die 750. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst mir ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffe ich. Und ne, immer schön den Gegner kaputt schießen. Also